Wo ist denn der Spasti? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Aber wo ist der Supermutant? Wollen die mich verarschen? Gehen wir hier lang. Befindet er sich vielleicht hier drinne? Hier ist nur ein Supermutant, den wir schon ausgenommen haben. Hä? Hier muss es irgendwo noch eine Tür geben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Gerade noch gesehen, die Coca-Cola-Automaten. Supermutant, sag mal Piep. Wo ist denn der Spasti? Ist er da unten? Geh noch mal hier runter. Und such mal den roten Punkt. Das gibt mir jetzt aber zu denken. Ich weiß, dass der muss doch hier irgendwo sein. Ich habe ihn reden hören, also existiert er auch. Jetzt sind wir schon wieder hier, ne? Das wollte ich auch gerade sagen. Habe ich ihn gefunden. Aua. Jetzt habe ich gerade mein Mikrofon ein bisschen beiseite geschoben. So. Ach, der hat einen anderen Supermutanten gefunden. Oh. Zeit, ein bisschen was zu reparieren, damit wir wieder ein bisschen mehr laufen können. Ach ja, ich wollte hier Waffen, ne? Da. So, wir haben so einige Jagdflinten hier. Wir fangen mal unten an. Nehmen wir den hier mit. Okay, das war's. Dann nehmen wir den hier und so. Schon können wir ein bisschen mehr tragen. Alles gut. Aber wo hat er sich versteckt? Wo ist dieses verdammte Büro? Also hier sind wir... Hier, ne? Ich will diesen verdammten Schlüssel haben. Der Schlüssel kann nicht geknackt werden. Schlüssel wird benötigt. Aber wo ist dieser gottverdammte Schlüssel? Mach mal ein bisschen Licht. Oh, eine Waffe. Das ist nur eine Kaffeetasse, ne? Clipboard. Fisky. Alter, wo ist denn dieser gottverdammte Schlüssel? Ich möchte da aber ran. Ja, wir gucken nochmal auf unsere Notizen. So, wo befindet sich der Schlüssel? Bitte bringen Sie gesamte Schutzausrüstung und sämtliches Feuermaterial der Sicherheitskräfte in den neuen Waffenschrank im Forschungsbüro des Planetariums. Da sind wir ja jetzt. Der Schrank ist ununterbrochen verschlossen zu halten. Den Schlüssel hat der diensthabende Schichtführer bei sich zu tragen. Beim Schichtwechsel und beim Schließen des Museums ist dieser im Bürosafe zu unterlegen. Bürosafe. Also es muss hier irgendwo ein Büro geben. Vermutlich nicht auf dieser Ebene, sondern in der Ebene davor. Kann ich mir gut vorstellen. Oder ist hier irgendwas? Das ist doch... Ich will diesen gottverdammten Schlüssel haben. Ich will wissen, was da drin ist. Ich bin zu neugierig. Und ich hole mir jetzt mal ein Portemonnaie raus. Und sonst schlägt mein Hintern ein. Oh. Oh, das hat schon gekribbelt, Alter. Ja, ich weiß. Zu viel Information. Wo geht das denn hier jetzt raus? Ich glaube, ich muss hier hoch dafür, ne? Ist das der richtige Weg? Ah, ja. So, hier lang und dann ist da die Tür. Oh. Oder ist hier irgendwie sowas Büroartiges? Ah, hier ist das nur mit den Aliens, ne? Gott, ich will diesen Schlüssel haben. Ich will diesen Schlüssel um jeden Preis haben. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Hier irgendwo muss dieser Schlüssel versteckt sein.
Und wenn wir halt da 2, 3 Folgen für verschwenden, ist halt so. Könnt ihr ja vorspulen, ne? Ich werde es einfach als Titel des der Folge bestimmen. Achso. Es wird einfach im Titel der Folge stehen, dass ich den Schlüssel habe. So dass ihr halt nicht unbedingt alle Folgen angucken müsst, wenn ihr nicht wollt. Dann natürlich dürft ihr das gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch diese langweiligen Folgen anguckt. Boah, ich glaube, ich habe Schluck auf. Von daher, macht, was ihr wollt, wie ihr Spaß habt. So, Büro. Hier muss doch irgendwo ein Büro sein. Das sieht ziemlich büromäßig aus, ne? Da ist die Tür. Gucken wir mal auf die lokale Karte. Ah. Von hier aus. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Aber hier muss doch eine Tür sein. Ich muss da irgendwie reinkommen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden irgendwie reinkommen. Oh, Stealth Boy. Und halt Stealth Boy. Das wird das Problem sein. Also da ist eine Tür, ne? Das heißt, wir halten uns hier mal links. Ich muss doch irgendwo eine Tür oder so sein. Das kann man doch nicht erzählen. Hä? Alter Jungs, wollt ihr mich verarschen? Es gibt natürlich noch eine zweite Lösung. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Und zwar. Nee, Hintereingang nicht. Die Promenade. Das Technische Museum. Wie komme ich in diesen Bereich? Scheint jetzt auch keine andere Tür zu geben. Also, man kommt von keinem anderen Bereich da rein. Hier scheint auch nichts zu sein. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wie komme ich denn da rein? Hä? Ich will da rein. Aber hier gibt's eigentlich nichts, ne? So, was ich jetzt mal tun werde, einfach nur mal aus reiner Neugier, werden wir mal... Oh, oder hier unten ist... Ah, hier ist... Oh. Ah, oh. Hier könnte es noch einen Weg geben. So, erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um. Wollen nämlich gerade just for fun aus dem Gebäude rausgehen. Oh, das sieht gut aus. Und einmal rumlaufen. Und dann habe ich diese Tür hier gesehen, dass man auch runtergehen kann. Ah, die Herrentoilette. Oh. War hier nicht ein System drin? Oh, jetzt habe ich die Lucky Pistole mitgenommen. Na egal. Noch kann ich was tragen. Später kann ich sie wegwerfen, wenn ich nichts mehr tragen kann. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Das scheint mir doch die richtige Tür zu sein zum Büro. Weil das hier nicht so gerade sicher aussieht. Verstümmelte Schädel? Was soll ich denn mit einem verstümmelten Schädel? Oh. Da sind wir ja. So, Aktenschrank. Nuka-Cola, okay. Wanderkleber. Okay, das ist alles ein und derselbe Schrank. Oh, Nikola Tesla. Sauber. Wieder ein Buch mehr in unserer Sammlung. Kleidung. Wo haben wir denn die Nikola Tesla? Oh, chinesische Armee, Trainingshandbuch haben wir auch noch. Schleichen um 2 erhöht. Und Nikola Tesla, wo steckst du? Da bist du ja. Energiewaffe um 2 erhöht, das ist gut. Museumswartung. Haben wir die schon gelesen? Ja, haben wir schon gelesen.
Geschütztürme? Oder wollt ihr mich verarschen? Wo ist der Safe? Ja, wir knacken das Ding mal und dann suchen wir weiter, also. Es ist noch nicht vorbei. Oh, Erlaubnis auch noch. Die wollen mich doch hier vollkommen verarschen, oder? Dass die mir dann eine Erlaubnis reinhauen. Ach komm, Leute, ich hasse Erlaubnisse. Ich meine, Erlaubnisse sind ja toll, habe ich schon oft gesagt, aber ich nehme ja immer alles am Anfang. Und ich weiß nicht, was eine Erlaubnis ist und was nicht. Deswegen ist das ordentlich scheiße, weil ich da immer drauf drücke und dann, ja. Bringt mich das alles in Feuchten. Naja, aber es ist ja gleich vorbei. So, was haben wir denn hier noch? Okay, wir gehen einfach mal hier auf Belonging. Okay, das ist es nicht. Also es darf nichts mit Ing am Ende sein, weil das sind ja drei Buchstaben. Und wir haben nur zwei korrekte. Nein, das ist falsch. Das kann es auch nicht sein. Hier ist auch wieder ein Ing. Ist auch wieder ein Ing. So. Das kann es auch nicht sein. Direktion. Das kann es auch nicht sein. Hier ist ein Ing. Ist auch ein Ing. Was, wollt ihr mich verarschen oder was? Okay, wir gehen hier. Okay, es war es doch. Ich hatte halt gerade einen kleinen Einfall und der Einfall sagte mir, drück einfach mal darauf. So. Jetzt wollte ich sowieso nur knacken. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Wo ist dieser gottverdammte Schlüssel? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ich muss doch irgendwo im Büro sein. Oh, Nuka-Cola-Automat. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht hier. Schlüssel irgendwo. Scheint kein Schlüssel zu sein. Ach kommt, Leute. Verarscht mich nicht. Das ist doch hier die pure Verarsche. Waren wir hier schon drin? Ja, das war das. Wo soll denn hier ein Büro sein? Da liegt nur ein Supermutant, den aber auch leer geräumt, ne? Ja. Schreibtisch. Nee. Terminal des Forschungsleiters. Haben wir das schon gelesen? Ja, das haben wir schon gelesen. Ey. Ich fasse es nicht, ey. Wo ist denn dieser gottverdammte Schlüssel? Wir gucken jetzt nochmal auf die Karte. Wie schön, dass die Karte so übersichtlich ist, würde ich mal sagen. Also hier waren wir definitiv. Hier ist das Büro. Was ist das? Ah, die Toilette, ne? Ach ja, hier geht's hoch. Dann bist du hier im Büro. Hier ist eine Toilette. Hier ist das. Hier gibt es keinen fucking Raum, den ich noch nicht betreten habe. Ja, dazu fällt mir einfach nichts ein gerade. Ich würde da ja gerne hin. Wo soll hier ein Büro sein? Wir gehen nochmal kurz zurück. Und hoffen wir, dass wir da noch irgendwas finden. Und wenn wir da nichts finden, dann gehe ich einfach raus. Dann gibt es halt kein Lüften des Geheimnisses. Ist halt so. Ich will es aber wissen. Mann. Ja, halt doch deine Fresse, Mann. Wenn du mir nicht sagen kannst, wo der Schlüssel ist, dann halt die Fresse. Das ist doch eigentlich nicht wahr, ne? Ja, die Tour hat mir gefallen. Ja, wo ist denn dieses dämliche Büro? Die Waffe kann ich runternehmen, laufe ich wenigstens ein bisschen schneller.
Also, wir werden jetzt hier mal akribisch alles durchsuchen. Fangen mal hier unten an. Hier geht's jetzt zum Planetarium.